Willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot. Wo bin ich hier? In der Silphsco. Aua, du hast keinen Zutritt. Nun nehme ich mal nicht an, dass Domi und Markus in diesem einen Part. Oh, da haben wir LP Markus. Ja, auch wenn ich gerade das nicht sonderlich gut finde, den ganzen, ich werde natürlich mittrainieren. Ja, wie gut, dass er hier eine physische Attacken hat. Genau das meinte ich. Scheiße, was soll ich gegen Magnetilomania kommen? Gegen den ist nichts, was da steht, sehr effektiv. Da, ja, was soll ich machen, Leute? Okay, definitiv auswechseln. Jetzt muss ich absolut definitiv auswechseln. Wen holen wir denn? Ja, genau. Namenslos. Gut. Ja, da muss der wohl jetzt den Job erledigen. Autsch. Ups. Sorry, ich habe zu schnell auf den Knopf gedrückt. Das war jetzt dumm. Sorry. Kopflos ist natürlich... Aber Glück. Okay. Durchbruch fehlt mir halt. Ja, also so viele Optionen habe ich da jetzt nicht. Ich hätte eh nichts anderes machen können. Insofern gleitet das dann doch ein bisschen aus. Ich würde sagen, ich nehme meine Skill kein Let's Play Markus. Nicht gerade in diesem einen Part, den sie zur Verfügung hatten. Den Radweg und für seine City, die sie weiter oder sie geschafft haben. Ich nehme an, Domi hat es bevorzugt, hier die Silphsco zuerst zu machen. Kann man machen. Das Spiel schreibt nicht fest, was ich so zuerst machen sollte. Ich mache es persönlich immer so, dass ich immer sagt, auf seine City gehe. What the? Ein Magneton! Da hole ich. Nee, sorry. Das ist mir zu dumm, weil Stahl hat 11 Sachen, gegen die es resistent ist, und das dadurch zu kommen, das ist echt heftig. Da muss ich, ja, da hau ich jetzt einfach Flammenmofrost, weil das neben Kampf und Bohnen das einzige ist, was sehr effektiv gegen diese Biester ist. Gut, auch wenn ich überlege, Relaxe Erdbeben beizubringen, aber ja, er kann es de facto noch nicht. Na, auf jeden Fall, ich finde, dass seine City zuerst kommen, da gibt es aber viele Streit in der Pokémon-Welt, was ich mich hierauf stütze, dass, okay, das sieht man jetzt nicht, weil die Bilder waren in Generation 1, zwar 1 und 2 davon den Arena-Leitern, und da war Sabrina die 6. Arena-Leiterin, daraus schloss ich immer, dass man erst nach seine City gehen soll, dann wird der Route ja wieder zurück und dann das Silphturm übernehmen soll, aber ab dem Moment, wo man Team Rocket im Pokémon-Turm besiegt, steht da eben beide Möglichkeiten offen. Da kann man das echt machen, wie man will. Die Level ändern sich da auch nicht. Die Level sind absolut gleich. Was ein wenig blöd ist, leider. Ja, leider blöd ist. Weil ganz ehrlich, so stagnieren die Level wirklich sehr, sehr lange. Das, finde ich, muss nicht sein. So, Zubat ist im Kampf. Ja, Eisstrahl geht es natürlich zur Neige, aber ich kann da nichts anderes machen, weil komm, Tackle. Was zum Teufel? Ja, war klar. Aber jetzt ehrlich, was will ich machen? Cool. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ja, muss ich wechseln. Habe ich keine andere Wahl. Das kann ein langer Fight werden. Ich gucke jetzt einfach mal, was Namenlos so drauf hat. Donnerblitz habe ich ihm beigebracht. Mal gucken, ob sich Geil kann jetzt entschieden, einen Psychokinese zu geben. Das ist ja hier. Huh, ob er überhaupt dran gedacht hat, es ihm zu geben. Ja, da muss ich ihn loben. Er hat dran gedacht, immerhin. So, Finsterfall ist leider recht schwach. Ich weiß nicht, ob es reicht, um mein 2 Level wahrscheinlich super zu besiegen. Deswegen nehme ich dann lieber mal Donnerblitz. Ja, natürlich, durch die 3 Teammitglieder, die wir jetzt noch dazu gekriegt haben, ist es durchaus keine schlechte Herausforderung, weil die alle so um die gleichen Level wie die Pokémon hier sind. Das macht es ja dann schon ein bisschen mehr herausfordernder, das Ganze hier. Finde ich auch nicht schlecht. Was ich allerdings dazu sagen muss, also ich wollte eigentlich auch aus einem Grund direkt nach Fusane City. Die Türen sind übrigens verschlossen, die können wir später öffnen. Ich hole mal auch eigentlich den Türöffner. Warte, welcher Tasche bin ich denn? Okay, ja, ich hole einfach mal eigentlich, dann müssen die anderen beiden da nicht so eine Prozedur durchleben. Vierter Stock, soweit ich weiß. Hoffe ich zumindest, dass mich meine Erinnerung nicht täuscht. Das ist der 4. Stock. Na, da habe ich mich geirrt. Nee, es ist der 4. Stock. Okay.
Der ist gar nicht schlecht versteckt, muss ich sagen, für die damaligen Verhältnisse. So, vielleicht kann ich halt einfach vorbei, da können die noch später gegen den kämpfen. Genau, man muss nämlich den Teleporter hier aktivieren, dann hier hingehen. Und vom Teleporter hier aus rüber. Dieses Versteck ist nicht schlecht, da habe ich schon als Kind ein bisschen gehangen. Und anders kriegt man den auch nicht raus. Also, der Mindestabstandmaß vom Trainer reicht nicht, um am Teleporter vorbeizulaufen. Wenn man da zurück teleportiert, ist er eh wieder an Ort und Stelle. Da muss ich wirklich sagen, das hatte etwas Herausfordernderes damals. Und das fand ich schon gut. Ja, was machen wir denn da jetzt? Ein Arbok, das auch noch ein Level höher ist wie ich. Müssen wir da Eisstrahl aussauen. Hat ja noch nicht mal eine gesteppte Wasserattacke. Deswegen wollte ich auch unter dem ersten Wachbuch sein, der City. Oh, Luck! Weil da hätten wir dem Surfer beibringen können. Da wäre zumindest nicht ganz so wehrlos gewesen. Hier in diesem Turm, der ja schon verdammt lang ist und schon viele Ressourcen braucht. Aber das haben die anderen beiden wohl anders. Aus irgendeinem Grund, ich hole viel Drachen, wo die mir bringen, wegmacht. Ach ja, ich sehe Attacken, die ich sonst nie benutzen würde. Oh. Mehr als ich dachte. Also, da habe ich überhaupt kein Gefühl für, wie viel 40 KP und so beim Gegner letztendlich sind, aber. Das war dann schon der Renner. Also zu erklären, Traumruf macht genau immer 40 KP Schaden. Immer. Zu jedem Level, zu jeder Zeit. Das heißt, je später man diese Attacke benutzt im Spiel, also je höher der Level vom gegnerischen Pokémon ist, desto schwächer ist die Attacke. Und ich habe den Türöffner. So. Ich gucke auch immer die Pflanzen durch, weil da findet man öfters AP Plusse. Was ja durchaus nicht schlecht für dieses Spiel, weil wenn wir die AP von gewissen Pokémon erweitern könnten, geben uns das glaube ich schon entgegen. Weg hier. Und damit gehe ich wieder in den ersten Stock, beziehungsweise in den zweiten Stock. Nee. Doch, ich gehe jetzt in den ersten Stock, wo ich zuvor nicht überall rein konnte und kläre das einfach mal. Weil die Story mit Team Rocket und Silph Co. fand ich ja schon geil. Silph Scope heißt nur das Ding, was sie hatten. Ja, der Typ lügt natürlich übrigens, also nur das Scope, das sie hatten. Und Co. ist die Firma, die das macht. Und das fand ich damals schon eine sehr interessante Idee. Hat mir da was gefallen, das Ganze, gerade dieses ganze Flair, wie man dann hier reingeht und dann wirklich ewig lang kämpft. Also das war ja einer der größten Gebäude in der Geschichte der Pokémon, sowas hat man gar nicht mehr. Und dann ewig lang kämpft, gut, das war natürlich auch anstrengend, so lange wie so viele Trainer. Und ich hätte mir auch teilweise höhere Level gewünscht. Halt, ja, angepasst nach dem Kampf gegen Koga, erst ist der Rocket so lange blockiert. So kommt dann die Rocket-Saga auch ein bisschen länger vor, wie wenn man erst Prismania Rocket Center macht, dann den Kampf gegen, wie heißt's, genau, dann in Lavandia und dann gleich hier, das kann man ja alles direkt nacheinander machen. Ich finde, da wirkt die Rocket-Saga so geil. Und das war sowas von klar, verdammt! Scheiße. Gut, dann werde ich gleich mal wieder umdrehen. Allerdings nicht um zu Pokémon Center zu gehen, sondern um euch hier etwas zu zeigen. Was ich einfach vorzeitig aktivieren möchte, weil sonst werden wir erwartet, dass allerdings sein Gift da nicht ewig drin. Ich hole namenslos auch raus. Yeah. Ich glaube übrigens, ich sortiere mal die Attacken nach der Stärke, die sie haben. Ja, passt. Also ich spreche natürlich auch immer physischen Angriff und so mit ein und Stab und alles. Und da kommt man dann nicht auf das hier. Weg. Auch bei dem Blues natürlich nicht schlecht gewesen. Der über Gigasauger passt dann wiederum auch. Haben ja nicht vor, noch irgendwie Pflanzen-Pokémon und alles so zu nehmen. Ich wäre mir zumindest nicht bewusst. Ich wüsste gar nicht, wie Pflanzen-Pokémon man noch nehmen könnte. Daher ja. So. Psychokinesen, der ist auch erledigt. Smogmog hat gar keine so schlechte Verteidigung, also da kann man echt nichts sagen. Und tot ist so. Ich halte EP. Das ist ja auch mal cool, so richtig viele EP zu kriegen. Ja, boah, wo ist das, dass du die Brücke hast? Weil du mich angegriffen hast, du Honk. Idiot. Oh, scheiße, der blinkt ganz schön heftig. Aber die gibt mir doch was. Ich glaube, die hat mir dort. Oder nee. Dann nee, gegeben. Ich dachte schon, es ging jetzt zu Ende. Verzeihst mir, wenn ich dann von der Pokémon Donnerwelle, genannt der Donnerwelle Move Tutor.
ich will es an und für sich, ja, für Zapdos aufheben. Da lasse ich das jetzt auch. Wie im Pokémon Blau, da werde ich es auch Zapdos beibringen, genauso wie ich das hier machen werde. So, allerdings muss ich jetzt erstmal LP Markus vom Abkratzen retten. Gehen wir dazu noch im 8. Stock, genau. Finde ich jetzt auch sehr realistisch. In Generation 1 ist der Aufzug immer gleich lang gefahren. Hier fährt er, ja, gemessen nach Stocklänge, was durchaus Sinn macht. So. Ah, ich komme nicht vorbei, schade. Ich bin einer der vielberechtigten Rocket-Brüder. Ja. Es gibt hier in diesem gesamten Turm 4 Team Rocket-Brüder, die damals in Ruppler-Gelb aus dem einfachen Grund einprogrammiert wurden, um hier ein ganz klein wenig Spannung irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber ich dachte, ja, vielleicht kriegt man was, wenn man alle besiegt hat. Aber nee, Fehlanzeige, nichts. Und auch in Feuerrotenblattkrieg gab es dafür nichts. Es war einfach, um, ja, zwischen diesen Gekämpfen ein klein wenig Spannung zu finden. Und holy crap. Er besiegt ein Golbat nicht mit Eisstrahl. Oh my god. Aber gut, ich sag nichts mehr in der Richtung. Ich sortiere jetzt hier auch erstmal die Attacken. Gut, wenn es jetzt mit sein, jo. Alter. Wieder, so geht das. Traumate, okay, da lasse ich den mal drin und gucken, werde ich mit Biss kommen, wahrscheinlich nicht sehr weit. Aber ja, das soll sich auch mal beweisen. Die Nähe zum Tod steigert bestimmt nicht die Stärke. Ach so, nee, ist aber halt schon scheiße. Naja, aber Epimagus wird schon richten. Okay, jetzt könnte es eng werden. Scheiße. Okay, ich kann ihn allerdings noch erledigen und danach wechsle ich dann auch. Nein! Du Sack! Ah, Glück, Glück, Glück! Er hat bestimmt seinen scheiß Angriff. Überlebt er es, überlebt er es! Oh, ein KP gegen ein KP und ich gewinne! Crazy! Oh my god! Oh ja! Jetzt noch gegen Hypno! Nee, 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 nicht so wirklich. Oh, ausnahmslos. Komm raus, komm raus. Ich werde nun dem mal eine Finsterfaust reindonnern, auch wenn es natürlich nicht so stark ist, wie ich immer wieder ankündige. Hypnos, physische Verteidigung ist auch schwächer. Da kann man das ja mal probieren. Genau. Gar nicht so schlecht. Ist natürlich blöd mit dieser, mit diesem Split hier. Also, beziehungsweise der Split, der eben nicht vorhanden ist. Ach, Arschloch. Komm, dann gib mir einfach ein bisschen was von dir, ja? Und gleichzeitig... Also eine Spezialdrücke an der echt eine hole ist, hatte ich ja nicht so schon befürchtet. Ja, chill, chill, du Arsch. Das war schon echt problematisch. Schon echt problematisch. Und dann haben die Pokémon auch keine sehr hohe Attackenvariation. Also, das ist ein bisschen blöd. Aber gut, passt. Hypno ist tot. Ja, alte EP. Und ja, das war's. Boah, besiegt! Allerdings, wenn ich jetzt noch einschreibe, Let's Play Markus laufen, stirbt der. Nein! Nein! Ich habe kein Gegengift. Du bist so leid, Let's Play Markus. Ah, meine Brüder reichen mir jetzt leider alle. Es tut mir echt leid. Okay, nicht ganz langsam laufen. Nein! Er ist tot! Hol ihn ins Leben zurück! Genau, die heilt mich nämlich. Liebe, liebe Krankenschwester, Liebe, gib dich auf. So, das habe ich jetzt uns jetzt mal freigeschaufelt. Jetzt kehre ich in den ersten Stock zurück, damit die sehen, dass ich absolut nichts geschafft habe. Nee, nein, also... ich kann ja mal die Tür aufmachen, damit die das sehen. Und ich gehe natürlich zurück, damit sie jetzt nicht irgendwie denken, ich sei abgegangen und... ja, einfach mal schnell weitermachen. Ups, nee, hier war ich ja schon. Okay. Ich hoffe, sie merken, dass ich den Türöffner ihnen schon geholt habe. Aber gut, dann beende ich hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pokémon Feuerrot. Bis dann.